So, hallo, wir machen weiter bei Isaac Repentance. Letztes Mal haben wir mit Lilith Tainted Lilith freigeschaltet. Allerdings leider das Biest noch nicht bezwungen. Das probieren wir jetzt einmal nochmal. Ich werde jetzt wirklich nur noch einen Versuch mit Lilith machen, weil ist schon ein schwieriger Charakter, ne? Ist klar, dass das nicht immer gut geht. Ja, das hier kann man gleich resetten. Ich werde jetzt auch immer gleich resetten, wenn ich nicht einfach gleich hier itemraumtechnisch von irgendwas starten kann. Okay, jetzt bin ich gespannt, wie sich das auf meinen Kollegen auswirkt. Ah, ja. Das könnte nicht so cool werden. Weil das ist... Oh, das ist schon... Oh. Okay, wir machen mal Folgendes. Wenn der Stachelraum gut ist, bleiben wir in dem One drin. Ja gut, wir haben keinen Verlust. Wir haben keinen Verlust aus dem Stachelraum. Also komm, wir probieren es mal aus. Ich sehe zwar, mich da jetzt zwar nicht so richtig drin. Aber, naja. Ach so, ich kann... Ah, der bleibt dann natürlich auf dem Ding. So, wenn ich will dahin treffen und dann... Ah, ja, ja, okay. Wir gucken mal, was daraus wird. Also, ich sehe noch nicht so ganz... Sehe ich mich noch nicht so ganz in diesem Modus. Aber, wie gesagt, wir gucken mal. Hier brauchen wir eine Bump. Hier würden wir eine Bump kriegen. Das Ding ist aber auch ganz interessant. So, ich kann gar nicht mehr aufhören zu schießen. Also, normalerweise schießt man ja so auf... Man drückt auf die Taste und dann schießt man. Aber im Moment, ich drücke jetzt... Ich bin gerade komplett weg von der Tastatur. Also, der hört gar nicht mehr auf. Sobald man in dem Raum anfängt, einmal das Ding zu legen, schießt er die ganze Zeit in die Richtung. Das ist sehr ungünstig. Und zwar in Räumen. Wenn es dann darum geht... Fässer zu treffen und solche Sachen. Also der hört nicht auf. Ich weiß nicht, wie ich den stoppen... Okay, ich kann ihn stoppen mit der Taste, mit der man auch durch die Items switcht und so. Ah, ja, ja, ja. Okay, gut zu wissen. Kann ich noch mit einer anderen Taste stoppen? Weiß nicht, Tab? Nein. Okay, also das geht. Okay, alles klar. Das ist dann so die Cancel-Taste einfach. Ist in Ordnung. Naja, also an sich... okay. An sich könnte es interessant werden. Wie gesagt, wir probieren es einfach mal aus. Ich muss eigentlich dann mehr einfach aufs Ausweichen achten. Der Schlüssel wird mich ja schon reizen, ne? Komm, gib mir eine Bombe. Nein. Hier, so schnelle Gegner sind dann schon nochmal kritischer. Leider keine Bombe bekommen. Ist in Ordnung. Und blühend leben. Schade, weil ich hätte gerne Bomben für den blauen Stein gehabt. Aber kriege ich nicht. Machst du nix, kriegst du nix. Oder. Ja, also gerade so schnelle Gegner, da ist das schon kritisch. Ja. Scheiße. Ich muss jetzt im Prinzip die ganze Zeit ihm folgen und ich muss ihm... Oh, ich muss eigentlich vor ihm das Ding immer hinsetzen, dass die sozusagen... Ja, 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 dass die so schießen. Oh, wei, oh, wei, oh, wei, oh, wei. Also das macht die Sache schon ziemlich kompliziert. Holy moly. Aber gut, wir gucken mal, wie sich das noch so entwickelt.
Also ich sehe noch nicht so ganz, ne? Ich sehe mich noch nicht so ganz in diesem One, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich find's interessant, aber ich sehe nicht, dass das der One ist, der dass ich so zum Beast möchte. Das sehe ich noch nicht so ganz. Muss ich gestehen. Jetzt kriege ich eine Bombe, du kannst mich mal spielen. Immer der gleiche Müll mit dir. Und vor allem, man wechselt so langsam. Man wechselt furchtbar langsam. Ey. So. Eieieiei. Steine gucken. Diesmal sehe ich leider nichts. Schade. Okay. Das ist passiert. Ah, hier ist schon der Boss. Da ist es mir ein bisschen zu bald. Erst Itemraum. Nein, Itemraum, nicht Shop. Kann ich da durchschießen? Die eine ist raus, eine ist raus. Kann ich hier durchschießen? Oh, lol. Also durchschießen kann ich nicht, aber ich treffe sie so. Interessant. Da ist er. Da können wir einfach reingehen. Oh, das ist ein All-Stats-Up. Das ist an sich echt nice. Aber wir haben jetzt so ein blödes Item am Anfang eingesetzt. Oh nein. Oh no. Das ist ein... Oh no. Das ist so ein gutes Item. Ha. Und wir haben so einen Müll jetzt dabei. Das ist echt ein bisschen ärgerlich. Das ist echt ein bisschen ärgerlich. Ich hoffe auf einen langsamen Gegner. Ja, das könnte hinhauen. Erstmal alles wegmachen und dann sich auf ihn konzentrieren. Zwischendurch mal fliegen. Vorsichtig! Nice. Ja, doch, so funktioniert es sogar ganz gut. So nicht. Da ist das schwarze Herz dann wieder weg. Aber ist in Ordnung. Kann ich mitleben. Ist zwar doof gewesen, aber ist halt so. Das machen wir, wenn ich aufgeladen bin. Ja, das war klar, dass ich jetzt erstmal getroffen werde. Das kann ich, das ist kaum zu vermeiden in der Situation. Ist halt so. Erstmal kein Engelraum in der Ebene wahrscheinlich. Aber kann ich mich jetzt auch so stellen, weil gerade die bewegen sich ja nicht, dann kann ich mich jetzt einfach so stellen, dass ich den abschieße. Für sowas ist es praktisch, aber wie gesagt, sobald sich Gegner bewegen, wird es halt kritisch. Eieieiei. So, wir sind aufgeladen. Probieren wir es. Yo! Gute Sache.
Nein, nicht so gut. Nicht so gut. Och, Mensch. Nur weil ich den Penny habe, heißt es nicht, dass ich gleich wieder alles verlieren will. Ach, komm. Also, an irgendeinem Punkt wird es schon peinlich, wenn man alles reinrennt, ne? Das muss man schon zugeben. Nein, ich hab's nur gemacht, damit ich Geld bekomme. Und damit ich einen zweiten Companion bekomme. Und ich... Oh, ich hab den Dark Bum bekommen. Ja, hallöchen. Der hilft mir zwar nicht im Kampf, aber das ist ein gutes Support-Item. Das ist sogar ein sehr gutes Support-Item. Wenn meine Herzen irgendwo rumfliegen und ich sie nicht gleich mitnehme, aber die muss jetzt erstmal mir holen. Erstmal hole ich mir die, aber du darfst dich gerne bedienen, sobald es wirklich möglich ist. Darfst du dich gerne bedienen, mein Freund. Oha. Ja, da hat er sich schon mal bedient. Naja, die eine Münze kann man es ja holen. Okay. Hilfe. Okay. Erstmal meins. Den nächsten kriegst du. Das ist jetzt erstmal meins. Oh, nice. Ja, das sind auch so stille Gegner, also stillstehende Gegner, das ist ganz cool. So. Okay. Aber ich meine, es ist ein gutes Item, aber für Lilith nützt mir das nicht so viel. Für Lilith nützt mir das leider nicht so viel. Ich meine, wir können damit mal eben fix in den Stachelraum wuseln. Das können wir mal eben fix machen. Ja, das hat es sehr gut gebracht. Das war ein guter Stachelraum, ne? Besuch. Oh, das jetzt... Ja, okay. Ich wollte gerade sagen, ich muss jetzt zwischendurch immer aufhören zu schießen, dass die nicht immer getriggert werden. Aber es hat sogar gepasst. So, mit 11 Münzen könnte man eigentlich auch den Shop besuchen. Und uns ein blaues Herz gönnen, oder wir... Nein, wir gönnen uns ein blaues Herz, ist in Ordnung. Ist okay. Okay, das dürfte eigentlich gar kein Problem sein. Alles andere wäre jetzt auch ärgerlich gewesen. Okay, das könnte jetzt nochmal wehtun, wenn ich nicht gut und schnell genug ausweiche, weil die, wenn sie erstmal loslegen... Ja! Scheiß Vieh. Naja. Na gut, so. Mal gucken, was der Boss so bringt. Vermutlich keinen Engel. Oha! Sehr gut, weil Stillstand. Stillstand-Gegner... Scheiße.
Ah, Mist, da bin ich reingerannt. Naja, was ist das? Ja, das hat doch gepasst. War halt blöd wegen Dings, aber wie gesagt, ne? Was soll's? Wenn ich jetzt versehentlich da reingelaufen wäre vorher, hätte ich mich ein bisschen in den Hintern gebissen. Okay, haben wir hier noch was zu tun? Nicht so wirklich, ne? Zwei Bomben. Ja, komm, wir gucken noch. Wir gucken einmal fix. Also da wäre es schon mal möglich. Okay, da oben ist ausgeschlossen. Da unten wäre es möglich. Es sind zwei Möglichkeiten. Wir probieren als erstes die hier. Schade. Dann müsste es hier sein. Nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Oh, wir haben richtig viele Münzen, weil wir so oft... Ah, weil ich das goldene Ding kaputt gemacht habe. Ich muss jetzt ganz fix einmal dieses weiße Viereck nachschauen. Ich hatte eigentlich gedacht, ich weiß, was es ist, so eine Karte, aber... Ah ja, die Blank Card. Kopiert den Effekt der Karte, die man gerade hält. Ist ein Spacebar-Item. Ist eine interessante Sache, aber nichts, was ich jetzt kaufen würde. Heben wir uns das Geld lieber auf für den nächsten Shop. Ah, oh, ich find's gerade blöd, dass ich diesen Run jetzt spiele, weil der wird nicht zum Erfolg führen. Der Run wird nicht zum Erfolg führen. Vielleicht machen wir einen normalen Run draus? Also, dass wir... Ne, uns fehlt ja auch noch... hier... Darkroom? Wollen wir Darkroom versuchen, in die Richtung zu gehen? Weil ich glaube nicht, dass ich mit der Geschichte... Dogma oder so... Brauche ich gar nicht probieren, ne? Aber vielleicht... Ah, shit. Vielleicht klappt zumindest... Darkroom oder so. Ich weiß es nicht. Ich bin ein bisschen skeptisch, bin ich ganz ehrlich. Falls sich wer wundert, woher das Schild kommt, das ist mein fantastisches Trinket. Okay. Mit zwei Bomben käme ich da ran an die Kisten. Oh wei, 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 oh wei. Na, jedes Mal, wenn ich einen Gegner besiege... kriege ich einen kurzen Moment Schild. Was echt cool ist. Und ab jetzt kann er ja auch Herzen sammeln. Solange ich jetzt nicht noch getroffen werde wieder, kann er ja lustig Herzen sammeln gehen. Nope. Die Pille kannst du liegen lassen gleich. Ja, gut. Ist ja ein weiterer Companion und die sind ja gerade ziemlich nützlich. Ich habe eine Bombe. Ich meine, wir könnten da draus versuchen. Sieht eher nicht gut aus. Wollte gerade sagen, wir könnten versuchen, das mit dem Geheimraum zu verbinden. Naja, komm, wir gucken mal, was in der Kiste drin ist, wenn es mehr wie eine Bombe wert ist.
Oh, wir haben tatsächlich den geheimen Geheimraum gefunden. Bin leicht erschrocken. Oh, okay. Merken. Wichtig. Wichtig, merken. Jetzt auf keinen Fall mitnehmen. Ich bin gerade böse erschrocken. Shit. Ich hat's richtig zerrissen gerade. Ich glaube, es ist besser, es einfach auf einem Punkt zu lassen und mehr rumzulaufen. Ich glaube, das ist besser, als das Ding die ganze Zeit hin und her zu schieben. Weiß es noch nicht. Ich habe noch nicht so die perfekte Strategie für das Kämpfen in diesen Räumen raus. Oha. Dann machen wir es gleich weg. Dann machen wir es gleich voll. Dann machen wir es gleich voll. Sehr gut. Okay, hier geht's weiter, das ist schon mal wichtig. Und die sind alle eingesperrt, also ich kann eigentlich einfach drauf gehen. Die können mir eigentlich alle nichts tun. Shop. Ah, der darf mich nicht treffen, bitte. Weg mit dir, weg mit dir. Sehr schön, der ist Problem, der Problemtyp ist weg und jetzt kommst du noch weg. Nice, nice, nice. Ah, nicht so nice. Da würde ich fast einmal eine Verdopplung ansetzen. Ich hoffe, dass wir das jetzt richtig... Oh ja, nice, nice, nice. Schön treffen. Ah, scheißen. Vor allem, wir haben es jetzt recht bald bekommen, Steam Cell, ne? Wir bekommen es hier auf der Ebene schon, das ist gut. Haben wir ein paar Shops, wo wir das nutzen können? Haben wir ein paar Shops, wo wir das nutzen können? Finde ich gut. Okay, jetzt haben wir leider keine Aufladung. Jetzt ist die Frage, gehen wir noch in den Raum und hoffen auf die Aufladung? Ja, müssen wir machen. Das war stupido. Oh, hier ist ein Dice Room. So, das war die Geschichte. Was haben wir denn hier Hübsches? Die 2. Was macht denn die 2? Die 2 rerollt alle Pickups im Raum. Okay. Ich habe übrigens den letzten Dice Room falsch gelesen. Das ist mir dann aufgefallen später, als es zu spät war.
wo es hieß, rerolls all pickups on the entire floor. Das war nicht der Boden, der gemeint war, sondern natürlich die komplette Ebene. Das war ein bisschen doof von mir, ich weiß. Ja, leider bin ich jetzt hier in diese Stachel reingerannt. Das war selten dumm. Das war selten dumm. Das ist halt, ja, das ist scheiße gewesen. Für den Spezialgeheimraum gibt es recht viele Möglichkeiten. Das ist mir zu... Ist mir zu vage. Sorry, ist mir zu vage. Hier ist auch wieder ein Gegner, wo ich einfach nur auf... Einfach nur hätte ausweichen müssen. Aber ich war wieder nicht in der Lage dazu. Sehr ärgerlich. Oh, jetzt haben... Okay. Oha. Wir haben hier kein Item mehr rumliegen, ne? Nee. Nicht, dass ich wüsste. Aber ich würde jetzt dann noch einmal fix in die Stacheln gehen. Weil jetzt ist mir den Herzen eh wurscht. Nicht in die Stacheln. Nicht in die... Achso, das da unten ist ja schon der geheime Geheimraum gewesen. Ah, dann müsste es ja hier sein. Na gut, dann nicht, ne? Nee, hier aber auch nicht. Da ist schon wieder der Geheimraum komisch, der andere. Ach, was soll's. Naja. Ist okay. Schlimmeres. So. Na gut, gucken wir mal, was so noch kommt. Heieieiei. Prozent Angel Room Chance, wenn ich jetzt nicht getroffen werde mit roten Herzen. Aber das, da sehe ich mich jetzt ehrlich gesagt, oh mein Gott, ja. Ich wollte gerade sagen, da sehe ich mich nicht, das haut nicht hin. Das ist zu viel verlangt für mich. Ja, war klar. Oh, jetzt haben wir den Kollegen dabei. Der ist sich jetzt allerdings dadurch, dass wir dauerhaft schießen, die ganze Zeit auslöst. Das ist gar nicht mal so schlecht. Weil dann muss ich das nicht machen. Dann ist der einfach die ganze Zeit am Auslösen. Da habe ich gar nichts... Das ist zwar nervig zum Zuhören, aber da habe ich gar nichts dagegen, weil dann muss ich mich auf den nicht konzentrieren. Oh, das würde bedeuten, wenn wir den Brimstone-Guy bekommen. Ah, shit. Das war jetzt allerdings dumm. Das würde aber bedeuten, wenn wir den Brimstone-Guy bekommen, dass wir entsprechend den auch die ganze Zeit auslösen. Das ist dann gar nicht mal so schlecht, dass dieses Autofire, ne? Das ist dann gar nicht mal so schlecht. Also das Zielen ist und bleibt halt kritisch. Ich weiß noch... Oh, shit. Ich weiß noch nicht, wie ich da wirklich gut mit umgehen soll. Aber es hat was Interessantes. Okay, Itemraum. Spannung steigt. Was wir bekommen werden. Ja, gut, es ist ein Familiar und damit cool. Jeder Familiar ist cool. Sehr nice. Also die 36% können wir, denke ich, beschützen. Aber es wären halt 100% gewesen, wenn ich mich nicht komplett verhauen hätte. Ja, hätte ich ihm geben können jetzt, ne? Ja, war doof. Er soll eigentlich rote Herzen futtern können. Naja.
Ja, noch gehen wir nicht in den Stachelraum. Den würde ich mir noch aufheben. Aber ich hätte nichts dagegen, jetzt schon mal den Boss zu finden. Ja, es geht immer noch weiter. Viele Steine zum Beobachten hier. The Lovers. Bedient euch. Jerio ist raus geworden. Ja. Dann hätte ich dies lieber selber eingesammelt, wenn du mir nur so einen Quatsch gibst. Nicht, dass Jerios schlecht ist, so grundsätzlich, aber... Naja, ne? Oh, das war nicht meine Spur, hups. Da habe ich mich ein bisschen austricksen lassen. Weil ich jetzt hier auch so eine Spur habe. Ich meine, wir können Jerio ja für den Boss mal mitnehmen und nachher dann Perthro wiederholen. So schnell changen wir jetzt ja hier nichts. Boss. Shop. Shop ist auch in Ordnung. Da können wir auch gerne mal reinschauen. Da ist wieder die komische Taschenlampe. Ich meine, schaden kann sie mir nicht, wenn ich sie mitnehme. Leuchtet halt jetzt ein bisschen durch die Gegend. Vielleicht nützt es mir am Ende ja sogar was. Wäre lustig. Wäre wirklich lustig. Bossfight. Ich meine, ob ich die jetzt anleuchte oder nicht, ne, ob ich das jetzt hinkriege oder nicht, ist ja egal. Wenn ich es nicht hinkriege, ist es halt so. Okay, 36% Boss-Chance, Engel-Chance. Let's go. Oh, du bist es. Aber das ist sehr praktisch, weil... Ah, erstmal die am Rand wegmachen. Ah, ja, ja, ja. Ich will erstmal die am Rand, die nerven mich sonst. So, jetzt können wir uns auf dich konzentrieren. Sehr schön. Nicht ganz so schön. Schade, aber ist okay. Tiersap ist auch nice. Unbekannte Pille. No! Na, ich meine, ich wusste es ja nicht. Aber jetzt kennen wir die Perks-Pille. Das ist doch auch schon mal was. Ich habe Cherio nicht eingesetzt. Dann setze ich jetzt Cherio ein, um in den Stachelraum zu kommen, um noch zu zeigen, dass ich nicht ganz so dumm bin. mir ist dann noch was eingefallen, als ich, wie ich Perks Cherio einsetzen könnte. Für den Stachelraum nämlich. Okay. Ich meine, ist okay. Habe ich wieder ein halbes Herz mehr. Gut. Ja, komm, jetzt gucken wir die anderen Räume noch durch. Jetzt ist auch wurscht. Vielleicht finden wir ja noch was Schönes. Ich meine, wir haben so viele Herzen. Vielleicht, genau, ich wollte gerade sagen, vielleicht fülle ich meine Herzen noch auf und dann kann er noch ein paar Herzen futtern. Das wäre doch was. Aber ich finde dieses Autofire gerade echt interessant. Oha, okay. Das könnte auch nochmal ein cooles Item geben. Und vielleicht, wenn es sogar ein Podest-Item ist, könnten wir es ja rerollen mit Change. Wenn es ein langweiliges ist. Also weiß man ja nicht, ne? Wenn wir mal gucken, was passiert. Ah, also, okay, es ist der Kollege. Das brauchen wir nicht. Ich will mein Trinket behalten.
Okay, es sind so viele. Ich gehe einmal mit einer Bombe rein. Schade. Hätte ja sein können. Gut, jetzt haben wir alle Räume gesehen. Jetzt hole ich mir meine Karte wieder. Mein Change wieder. Und dann gucken wir, was die nächste Ebene mit sich bringen wird. Recht viele blaue Herzen auf der Ebene bekommen. Das ist ganz gut. Damit bin ich eigentlich schon happy. Frag mich nicht, was ich gerade gedacht habe. Ich weiß es nicht. Achso, wir können eigentlich noch kurz... Ja, komm. Yes. Ah, das ist doch nochmal hier eine fette Ausbeute. Und den nehmen wir einfach direkt, setzen wir direkt ein. Alles klar. Dann setze ich hier mal kurz eine Bombe. Hätte sein können, dass er mir ein schwarzes Herz droppt und dann hätte ich gesagt, das lasse ich liegen für den Rückweg. Aber gut, hat er nicht gemacht. So, jetzt geht's darum, den Totenkopf zu finden, den markierten. Und das ist eigentlich erstmal alles Wichtige. Okay, Hermit. Theoretisch wäre Hermit ja auch schon in Flucht, eine gute Fluchtmöglichkeit, ne? Wenn wir mal ehrlich sind. Oha. Oha, oh ja. Yeah. Oh. Okay, wir gehen erst in den Shop. Wir gehen erst in den Shop. Wir gehen erst in den Shop. Ja, scheiß drauf. Dann versuchen wir die Arcade zurückzufinden. Und hoffen auf Pretty Flies. Außerdem können wir jetzt auch noch schön den... Ah, gucke mal. Gucke mal, was wir gefunden haben. Außerdem können wir jetzt auch noch schön den anderen Geheimraum mitnehmen. Oha. Oha. Warum ist die da oben nicht? Habe ich wieder schlecht gesch... Oh mein Gott. Hier ist meine Sicherheit. Weil jetzt muss ich die roten Feuer wegmachen, ohne zu viele Fässer zu treffen. Okay, ja, jetzt alles gut. Jetzt ist alles gut. Stopp. Yo, jetzt ist insane. Da ist noch ein Feuer. Okay. Er gönnt sich erstmal. Okay, naja. So, jetzt schieben wir die da auch hoch. So. Nice. So, stopp. Kannst wieder aufhören, dich zu aufzuregen. So, das ist jetzt natürlich richtig viel Geld für die Arcade, ne? Tut mir leid, wir müssen uns jetzt ein bisschen in der Arcade aufhalten. Herzenstechnisch bin ich gerade super zufrieden. Wollte ich nur mal gesagt haben. Ich habe aber auch kein Problem damit, wenn wir erstmal den Boss finden. Weil dann hätte ich meine Fool entsprechend sinnvoll genutzt und wüsste, dass ich es nicht vergessen habe. Okay, wir gehen erstmal zu Mom. Alles klar. Ja, was soll's, dann probieren wir den Heimweg. Wir probieren den Heimweg. Was soll's? Was soll's, wir probieren's.
Lego. Nice. Alles, was wir wollten. Polaroid. Engelraum. Und Abflug. So. Perthrow und jetzt noch eine Runde hier spielen. Ah, wir müssen den Itemraum noch suchen. Sorry. Den Itemraum komplett verdrängt. Oh! Erstmal hier. Very nice. Was gibst du mir? Eine Karte? Okay. Ja, noch mehr zum Spielen. Ist okay. Wir haben ja noch nicht genug zum Spielen. Hilfe. Gehen wir erstmal zum Itemraum. Wo könnte denn sein? In welche. Ja, ich würde fast vermuten, der ist da hinten rum. Irgendwie. So, hier runterwärts. Weil da geht es nämlich auch noch runter. Und jetzt haben wir nämlich diesen geilen Laserstrahl auch noch bekommen von dem Engelraum, ne? Das ist sehr, sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Ich habe jetzt ein bisschen Angst vor einer Telepille, die mich in den Boss bringt, bin ich ganz ehrlich. Ich habe jetzt ein bisschen... Oh, ich will jetzt gerade lieber keine Pille einsetzen. Lass die Pillen gerade lieber. Ich meine, es könnte auch... Also gute Pillen wären jetzt halt sowas wie HP ab und keine Ahnung. Das würde mir alles nicht mal was nützen. Im Moment ist das Risiko auf eine schlechte Pille nochmal höher. Weil schaut es euch an. So, wir haben Range Insane, wir haben Insane Tears. So, es könnte eigentlich nicht wirklich eine Pille jetzt wert sein. Wir brauchen kein Balls of Steel. Perks war es auch nicht, weil Perks haben wir schon eingesammelt. Das kann es alles nicht sein. Also insofern, ja. Ey, Smite the Enemy ist so ein nices Item auch wieder. Itemraum. Vorsicht, Quatsch da oben. Oh, da hat es nicht Link geöffnet. Die Frage ist, was ist es? Es ist ein Call Space. Hallo? Pass? Pass hat keinen Bock. Es ist ein Call Space. Let go. PhD. Dann können wir gucken, was es für Pillen sind. Sehr, sehr gut. Ja, die schon mal nicht, nämlich. Sehr, sehr gut. Dann können wir gleich die Pillen nachschauen. Ja gut, ich sammle es ein, weil wir haben schon zwei Bücher eingesammelt, aber ich werde es nicht mitnehmen. Für Lilith auf keinen Fall. Für Lilith brauche ich weiter die Box. Wenn ich die Box liegen lasse, dann ist Lilith mir sehr, sehr böse. Das möchte ich nicht. Ich möchte nicht, dass Lilith mir böse ist. So. Ah, die Pillen wollte ich konnten. Ah, die sind hier erst. Ja, das nehmen wir mit. Speed. Ja, okay. Da ich eh das andere mitnehme, ist jetzt egal. Kann ich auch liegen lassen. Gut. Andere Räume jetzt noch nachschauen. Die anderen Räume sehe ich jetzt nicht so wirklich die Begründung darin.
Dann würde ich jetzt lieber weitergehen. Weitergehen, nicht hier. Würde ich weiter jetzt eine Runde spielen gehen. Jetzt sind wir erstmal hier. Ist es eigentlich... Ich meine, ich könnte an allen so ein bisschen spielen, ne? Oh, guck mal, der... Der erste ist eifersüchtig geworden und hat sich einfach verabschiedet und hat... Und hat gesagt, nicht mit mir, mein Freund. Nicht mit mir, hat er gesagt. Okay. Aber es soll mir recht sein, wenn einer weg ist. Habe ich nichts dagegen. Wie oft willst du mir die gleiche Pille geben? Spiel! Ja. So, bedien dich. Mhm. Aus blauem Herz mach schwarz. Ah, und dann müssen wir den Schlüsselbettler noch, Yes! Da ist die erste Pretty Fly. Na, okay, das nächste Fass verabschiedet sich. Fass. die nächste Dings verabschiedet sich. Ich würde sagen, wir spielen bis 15 Münzen. Dann habe ich für den nächsten Shop auf jeden Fall noch genug dabei. Na, also wir sind schnell genug, würde ich sagen. Okay. Gut. Wie gesagt, wir gehen noch zu ihm hier. Weil er kann natürlich auch nochmal richtig krasses Zeug geben. Ah, das frisst er jetzt gar nicht, weil da kein... Ich verstehe. Das will er gar nicht. Okay. Er will, dass ich noch eine Runde spielen gehe. Habe ich verstanden. Zwei Schlüssel lasse ich übrig. Weil ich brauche einen für den Shop und einen für den Itemraum. Ach. Ja, so viel zu zwei Schlüssel lasse ich übrig. Was gibt er mir eigentlich, wenn ich ihm Bomben gebe? Also, was gibt mir der Bombentyp? Ach so. Ja, nice. Das war doch ein guter Deal. Das war doch ein guter Deal. Nö. Das war doch ein guter Deal. So, dann spielen wir noch mal bis 15. Ja, die zweite Pretty Fly. Oh, Tears Up, nice. Haben wir noch... Ich gucke jetzt mal auf den Caps, ob es überhaupt noch hochgeht. Okay, ich brauche... Diesmal habe ich hingeguckt. Ja, habt ihr gesehen, es ist überhaupt kein Wert hochgegangen. Insofern irrelevant für uns, Tears Up. Wir sind schon ganz oben. Aber man sieht es ja auch. Was willst du mehr erwarten? Ich hätte nur gern die dritte Pretty Fly. Die würde ich mir sehr wünschen. Danke für die Spinne. Das war zwar der gedrehte Pretty Fly, aber nicht der, den ich wollte. Nochmal drei Drehungen am Start.
Ja, gut. Dann belassen wir es dabei. So viel Drowsy, aber ich will Perthro mitnehmen. Insofern nützt mir Drowsy leider gerade nisch. Okay. Ich denke, so kann sich das doch sehen lassen. Also, vor allem das Engelraum-Item ist im Moment, glaube ich, so ein bisschen der One-Saver. Ich bin gespannt, wie es läuft. Ich bin sehr gespannt, wie es laufen wird. Ich würde natürlich jetzt gerne möglichst schnell zum Ende kommen. Ich will jetzt hier mich nicht lange aufhalten, aber ich würde schon noch den Shop und den Itemraum finden wollen. Ne? So weit würde ich das dann doch noch gehen. Mal gucken. Und ich meine, zwar ist das Zielen echt schwierig, aber wir machen halt jetzt böse, böse Sachen mit meinem Zeug. Was war das jetzt für ein Knopf? Der hat gar nichts gemacht. Aber hier ist der Geheimraum. Aha. Du gibst uns auch nochmal die Ehre. Ja, ich glaube, hier ist es wirklich jetzt ganz gut, einfach das nicht so oft zu variieren, sondern einfach so ein bisschen hin und her zu laufen. Ich glaube, so spielt man das am besten. Das lief doch gar nicht so schlecht. So, stopp. Sonst drehe ich durch. Die ganze Zeit, Alter. So, wir müssen aber theoretisch nur den Shop finden, weil den Itemraum findet man ja automatisch auf dem Rückweg. Was heißt automatisch nicht, aber der ist dann in einem kürzeren Weg zu ver... Ja, okay. Hat sich erledigt. Stopp! LOL! Ein Planetarium. Und wir können beides betreten. Dann gehe ich doch erstmal in den Itemraum. Okay, ich meine... Ich gehe auf dieses hier. Acid Baby, Pilz, 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 okay. Noch ein Familiar scheinbar. Cool. Und Planetarium. Open the Floodgates, Neptune. Hat es die Tiers einfach noch mehr erhöht? Es wirkt irgendwie so, ne? Aber es kann auch Zufall sein. Also es würde ja Sinn ergeben. So Neptun, Wasser, flüssig. Weiß ich nicht, ne? Dass das so alles noch ein bisschen flüssiger wird. Und schneller und keine Ahnung. Aber was jetzt der andere Typ da macht? Keine Ahnung. Der freut sich, dass er da ist. Okay, das sind auch interessante Truhen. Aber wir kommen an die ran. Wir haben nämlich so viele Bomben. Wir sprengen die einfach da raus. Genau so. Ja, du kannst mich mal. Ich bin viel schneller als du. Sehr gut. Okay, da unten ist der andere Geheimraum. Da ist mein Shop. So. Hier könnte jetzt am Ende Change nützlich werden. Mal gucken, was passiert. Ich habe keinen Schlüssel. Ah, das passiert. Ich habe keinen Schlüssel mehr. Okay. Brauche erst einen Schlüssel. Na gut. Vielleicht kriegt man noch einen irgendwo. Was bist du denn für ein Raum? Den Gegner hatte ich auch noch nicht. Gib mir einen Schlüssel, falls du es kannst. Scheinbar kannst du es nicht. Ärgerlich. Okay, wir gehen mal in den Geheimraum. Gibst du mir einen Schlüssel? Antwort ist nein. Okay, einen Schlüssel hätte ich schon gerne noch, weil ich will den Shop. Irgendwo ist noch unsichtbare. Da unten ist er. Yes! Noch eine Rune. Java verdoppelt einfach. Ja, machen wir jetzt hier. Wurscht. Machen wir jetzt hier, weil ich es kann. Dann kann ich theoretisch zweimal sogar resetten, falls der Shop mir nichts Gescheites gibt.
Würde ich tatsächlich jetzt schon jetzt die resetten hier, ne? Also das ist... Da könnte es Besseres geben. Da könnte es mir auch Besseres geben als das, was wir hier haben. Also, Reset. Leiter und die Uhr. Die Leiter nehme ich mal. Vielleicht hilft sie in irgendeiner Situation. Ansonsten, ich hätte halt sonst zwei Items, die ich noch... Ich glaube auch die Leiter nochmal zu resetten ist am Ende sinnvoller. Also klar kann die Leiter gut sein, um irgendwas zu erreichen. Und hier, ich könnte halt über die Lücken mit der Leiter gehen, ne? Ich weiß. Aber ich habe halt dann nur ein Item, was ich resetten kann. Und der Shop hat halt noch interessante Sachen, die mich mehr interessieren würden. Also zum Beispiel halt was batterietechnisch oder was Spacebar-technisch was bringt. Ja gut. Dann nicht. Dann wäre die Leiter schon die bessere Wahl gewesen. Aber es ist halt so. Es ist halt so. Okay, jetzt können wir gehen. Jetzt können wir Boss finden und Abflug. Da unten der super Geheimraum war, könnte vielleicht der Boss nach diesem Dreieckraum kommen. Yes! Okay, dann wuseln wir hier noch schnell durch. Und dann hoffe ich doch sehr... dass wir hier gleich fertig sind. Jawohl. Zum Glück hatte ich gerade noch... Alter, diese... Ich sehe das immer nicht, dass die blutig sind, ne? Ich realisiere das immer nicht. Mein Gott. Zum Glück hatte ich gerade noch den Dings an. Okay. Dead's Note und ab nach oben. Es wäre super, wenn wir nochmal Perks auf dem Weg finden würden. Das wäre... Dann wäre ich sehr zufrieden. So habe ich halt echt Angst, dass wir schnell unsere Herzen wieder verlieren. Das ist halt das Ding, ne? Wir werden schnell unsere Herzen wieder verlieren. Ich brauch sowas wie Perks. Ich müsste Perks noch finden. Huch. Wo kam denn der Treffer jetzt her? Bin ich in die Stachel gelaufen? Zuzutrauen wäre es mir. Okay, ab nach oben. Ah, wir haben das liegen lassen, siehste? Gute Wahl. Wahrscheinlich nicht mal absichtlich, keine Ahnung. Wahrscheinlich war es nicht mal absichtlich, aber sehr gut. Bist du blutig? Nein? Okay. Drowsy. Gut, Drowsy kann man auch mitnehmen. Bevor wir gar nichts mitnehmen, nehmen wir natürlich Drowsy mit. Stopp. Der wird jetzt richtig viel bringen. Deshalb können wir einfach einsetzen. Nützt mir nichts mehr, aber ich setze es einfach ein, weil ich es kann. Ah, wenn ich eine Pille einsetze, macht er so ein Giftkram. Das ist eher. Okay, ich verstehe. Ja, dann hätte ich... Ja, gut. Gut, aber das war das Fragezeichen. Also da wusste ich ja nicht, was ich bekomme. Okay. Das ist dann rückwirkend nicht das Beste, nicht der beste Familiar für mich, aber ist okay. Ist in Ordnung. So, Abflug. Wir haben zum Glück ja zwei Fliegen um uns rum. Das ist ja auch schon mal ein gewisser Schutz. Mit Glück nützt er mir was irgendwann. Mit Glück nützt mir der Schutz irgendwann was. Wir wissen es aber nicht. So, friss das Herz. Nee, something is not wrong. Alles gut. Ist alles in Ordnung. Okay, weiter. Was haben wir hier liegen lassen? Ach, das Stars. Ja, okay. Brauche ich nicht. Ey, der Engelraum ist einfach so die... Okay, sehr gut, dass hier ein Herz rumliegt, falls wir nochmal getroffen werden. Aber der Engelraum mit diesem Item, was wir jetzt bekommen haben, das Smite-Item, das ist einfach insane.
Ne? Also der Engelraum ist einfach insane gewesen. Es war ein Engelraum und er macht, es gibt einfach so ein krasses Item. Ich meine, man merkt schon, ja, man merkt schon, dass der Damage trotzdem natürlich noch sehr weit unten ist. Aber man trifft halt trotzdem oft. Oh boy, der hat ja eine richtige krasse Reichweite gehabt. Holy moly. Alles klar, mein Freund. Jetzt hole ich mir erstmal mein Herz zurück. Das, hat wehgetan. Oha. Bist du eine böse Truhe, weil ich muss hier schnell durchrennen? Bist du nicht. Sehr gut. So, wo gehen wir denn hin? Gehen wir mal hier runter. Mist. Mist, 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 Gegner. Mist, Gegner. Ja, Gott sei Dank macht er einen gleichen Abflug. Gott sei Dank macht er gleich einen Abflug. Ich hasse den. Okay, hier wäre der Lichtstrahl gewesen. Hätte ich direkt hingekonnt. Aber war so auch in Ordnung. Haben wir verkraftet. Haben wir verkraftet. Ab nach oben. Nochmal Mistgegner. Sehr gut. Pille. Range up. Ich weiß nicht, ob das jetzt... Schaut mal auf den Caps bei Range. Ich glaube, auch der geht nicht mehr hoch. Doch, der geht sogar hoch, aber der ist nicht relevant. Okay, wir haben den Itemraum. Ach ja. Wir haben den Itemraum gefunden. Ja, der nützt mir jetzt richtig viel. Der Itemraum nützt mir jetzt richtig viel. Haben wir da. Es ist einfach zu kurz. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Book of Shadows... Ich meine, ja, ich habe es hier liegen lassen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Book of Shadows mir jetzt mehr hilft als meine Viecher, die ich verdoppeln kann. Ich muss die verdoppeln nachher, auf jeden Fall. Ich muss die nachher auf jeden Fall verdoppeln. Das ist... Allein die Überlegung, die ich gerade hatte, es ist Schwachsinn. Es ist einfach Schwachsinn. Nein. Ich darf halt jetzt möglichst... Darf jetzt nur ganz wenig Energie verlieren. Dass wir gegen Dogma durchkommen. Dogma ist das Problem. Wenn wir bei Beast ankommen, sollte es laufen. Oh, was haben wir denn hier? Welche Pille bist du? Ich muss kurz nachschauen. Ich hoffe, ich laufe jetzt nicht in die Stacheln. Das wäre dumm. Ach, das war die Experimente-Pille. Die kann liegen bleiben. Vorsichtig wieder raus. Ganz vorsichtig. Alles gut. Tschüss. Ach, hier liegt sie auch nochmal. Ja, lol. Ja, nice, die rennt gleich nach oben. Wo sind wir gerade? Alter, noch zwei Ebenen. Zwei Ebenen. Wir haben fast volle Herzen. Wir haben Oh, jetzt kann er sich bedienen. Gönn dir. Gib mir ein blaues Herz. Na, Speed ist, glaube ich, genug. Wir wollen es nicht übertreiben. So, der kann jetzt hier in der Ecke auch einfach versauern. Junge, hält er viel aus. Okay, das war die Geschichte. Haben wir hier irgendwas liegen lassen? Nein. Minispinne, okay. So, weg ist er. Und weg ist er. So, dann gönn dir mal ein halbes Herz. Gibst mir nichts dafür. Na gut. Dann ist das so. Yes! Eine Ebene noch. Okay, gönn dir Herz, gib mir blaues Herz. Oder so. Dann nehmen wir natürlich Devil mit. Sehr geil. Dann nehmen wir natürlich Devil mit bei dieser Auswahl. Da muss ich nicht lange überlegen. Oh, nochmal eine rote Truhe. Ja, sehr gut. Sogar noch ein Treffer gratis, sozusagen. Oh, zwei Treffer gratis. Oha. Oh, Scheiß Fliege.
das war richtig dumm. Das war richtig dumm, sorry. Ich hab die nicht realisiert, dass die bis dahin kommt. Aber hey, jetzt können wir uns hier nochmal was gönnen. Was gibst du mir denn Hübsches? Bitte keine... Nice! Ein fertiges HP ab. Sehr gut. Wo wir zwar eh die Herzen voll hatten. Aber das sind halt Herzen, die man wieder auffüllt. Ne? Und wir haben es ja gesehen. Der Dings-Kampf füllt bis zu 6 Herzen wieder auf, scheinbar. Man startet mit 6 Herzen bei Dings. Und das ist dann schon... Ich glaube, wenn man nur 5 rote Herzen hat, dass man halt dann auch nur 5 Herzen bekommt. Deswegen ist es, glaube ich, schon gut, 6 Herzen zu haben. Ich weiß es nicht. Oh, der Tannenzapfensprungtyp. Wie ich ihn freundlich nenne. Wo ist er? Da unten. Mach mal nicht so wild hier. Mach mal nicht so wild hier. Mach mal weg jetzt hier. Guck, guck, guck. Mach dich mal weg jetzt hier. Ah? Mach dich mal weg jetzt hier. Okay. Okay. Wir müssen noch ein paar Steine sprengen, weil wir könnten noch Crawl Spaces bekommen. Sorry, so viel Zeit muss sein. Ich meine, das sieht man so Steinen ja auch nicht an, ob es ein Crawl Space ist, ne? Das ist ja wirklich reiner Zufall dann. Okay, da war nichts. Hier war auch kein Stein mehr, oder? Nee, okay. Gut, dann haben wir soweit alles geklärt. Hier war auch kein Stein mehr. Richtig. Gut, dann haben wir soweit alles geklärt. Weiter im Programm. Mehr Steine zum Sprengen gleich. Okay, kein Quad Space. Oh, dieses Drecksvieh. Mach dich weg. Geh kaputt, schieß gar nicht erst. Denk gar nicht erst dran. Denk gar nicht erst dran. Nein, er hatte geschossen, aber er trifft nichts. Ja, gar kein Problem. Oh, bedien dich. Okay, dann gib mir halt nichts. Kein Crawl Space. Und das war's. Volle Herzen mit Devil. Oh mein Gott, ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, wie das jetzt läuft. Ich hätte nicht gedacht, dass wir in dem Run überhaupt bis hierhin kommen. Wirklich nicht. Ein Item kriegen wir noch. Ja, okay. Es könnten noch mal Perks kommen. Ja, leck mich am Arsch. Dann, Devil, bleibst du zu Hause. Dann, lieber Devil, bleibst du leider zu Hause. Das tut mir jetzt ein bisschen leid. Junge! Insane. Okay. Da Dogma das Schwierigere ist, würde ich jetzt gleich am Anfang meine... nicht die Perks einsetzen, aber meine Truhe. Na? Bin ich ganz ehrlich. Ich glaube Perks... Oder soll ich Perks auch gleich... Schwierige Entscheidung, ne? Wir müssen gucken, wie es läuft. Wir machen es erstmal so und gucken, wie viel ich abgezogen bekomme. Wenn es zu viel abgezogen wird auf einmal, dann gehe ich, dann muss ich auf Perks gehen, dann hilft es nichts. Alter, ich hätte nicht gedacht, dass wir hierher kommen. So, jetzt kann ich nämlich einfach den Fernseher anvisieren und den Rest weiche ich halt aus. Na, weil jetzt macht ja alles mein Kollege. Ich muss nur ausweichen. Ich muss nur vernünftig ausweichen. That's all, folks. Schwieriger wird es dann, wenn er sich bewegt. Wenn er sich jetzt bewegt, wird es kritischer.
Ihn dann jetzt zu treffen, wird sehr kritisch. Ey, was ist dieses Judgment? Ich will das nicht. Sorry. Geht's doch auf Perks. Ja, hätte ich gewusst, dass er jetzt eine Zeit lang einfach den hier macht und auf dem Stand bleibt, hätte ich wahrscheinlich Perks nicht gebraucht, aber es war mir jetzt sicherer. Ich weiß, kritisch, aber war mir sicherer. Mal gucken, wie es weiterläuft. Also Dogma liegt. 6 Herzen. Shit. Wie witzig, einfach noch ein HP mitgenommen. Das Gute ist jetzt auch durch diesen Schildeffekt, ne, sobald wir die kleinen Fliegen erledigen, sind wir eine Zeit lang unverwundbar. Das ist auch sehr praktisch. Das war nicht so praktisch. Okay. Nein. Nice. Und wir sind voll. Wie gesagt, solange hier überall kleine Fliegen sind und ich die angreifen kann, habe ich immer den Schild um mich rum. Kann ich eigentlich relativ nah an den sogar rankommen. Solange ich immer kleine Sachen angreifen kann, habe ich einen Dauerschild. Das ist voll gut. Mit diesem Dauerfeuer, das Dauerfeuer ist insane. Und wir haben gleich noch eine Aufladung, dann haben wir noch einen dritten. Dann haben wir noch die vier nochmal. Das ist voll gut. Warum ist jetzt alles so schnell? Was ist passiert? Aua! Warum ist das alles so schnell geworden? Was habe ich getan? Jetzt ist wieder normal. Hilfe. Möchte ich bitte nicht mehr erleben. Das hat ziemlich wehgetan gerade. So, ciao. Jetzt ist wieder alles so schnell. Was passiert hier? Ich sehe nichts mehr. Okay, wir stoppen mal kurz den Schuss. Ah, das sind einfach Schüsse in der Luft, die ich nicht... Okay. Die ich nicht mehr loswerden kann. Hilfe. Okay. Alles klar. So, Beast. Ich sehe halt kaum was. Das ist nicht so günstig. Ich hoffe mal, wir machen schnell genug Damage. Oh lol, das Schild geht sogar auf die, auf wenn ich die Dinger kaputt mache. Das ist jetzt ja voll nice. Okay, jetzt saugt er ein. Das Feuer verhält sich äußerst merkwürdig. Was ist los? Wo bin ich denn? Ich sehe nichts. Holy shit. Okay. Wieso wird das manchmal so schnell? Was habe ich getan? Was habe ich verbrochen? Spiel. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. C-Section, was immer das ist, ist ja egal. Es geht ja darum, es zu schaffen.
Alter! Was war das wieder für ein verrückter One am Schluss? Aber man hat's wieder gemerkt, ich habe dieses verdammte Perks gebraucht, ne? Diesen Wafer-Effekt. Dogma ist echt fies. Aber das Feuer hat sich extremst merkwürdig verhalten. Lag das an der Taschenlampe, weil ich das Feuer verlangsamt habe und dann hat sich das so komisch gebogen? Kann sein. Und ich habe... Es ist teilweise ist plötzlich alles schnell geworden. Warum? Was war da? Was ist da passiert? Was für ein Item hat das ausgelöst? Das war sehr wild. Das war sehr wild. Aber wir haben es geschafft. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.